Herzlich willkommen bei Wein am Limit, liebe Valinauten. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu Mehr Spaß im Glas. Den wollen wir heute haben. Wenn es heute ein bisschen klickt im Hintergrund, dann habe ich heute noch einen Fotografen hier bei uns im Wahl-HQ. Das ist Giovanni, der macht Fotos für einen Artikel der Hamburger. Und Giovanni, das passt ganz gut zum Thema. Wir haben heute Italien, du bist aber Kalabrien. Erzähl mal, was sind denn die großen Weine von Kalabrien? Es gibt ja nicht viele, aber Ciro. Ciro? Na, aber die Gegend, die Gegenden? Die Gegend ist Ciro. Ciro, aber was ist mit Salice Salentino? Ja, aber das ist nördlich, das ist Apulien. Das ist Apulien sogar, stimmt, Entschuldigung, ja. Apulien. Also Kalabrien. Wir haben die Mantonico und Greco, wo eigentlich sind süße Weißweine, sind mehr in die Richtung Dessert. Ja, genau, also sprich sozusagen, ihr seid das Gebiet zwischen Neapel und Sizilien. Ja, auf der so westlichen. Sagen. Wir sind wirklich auf die Spitze, Kalabrien. Ne? Genau, die, also, die Kick. Ja. Na, aber machen wir heute nicht. Wir gehen heute in die Mitte. Wir gehen in die Mitte von Italien. Wir haben Italien und, ja klar, Italien haben wir. Wir haben die Mitte von Italien, Toskana. Also das heißt nördlich von Rom. Was viele nicht wissen, dass die Toskana größer ist, als man glaubt. Du hattest doch eh noch eine Frage, Sebastian. Du wolltest genau, noch was wir hatten fragen. Eben das Thema Toskana. Ja. Erzähl mal noch was über das Gebiet Toskana. Naja, insgesamt muss man sagen, ist eine der ganz großen Weinregionen der Welt, aber die sehr unterschiedlich sein kann. Wir haben zum einen die zentrale Apenninregion sozusagen und an deren Hängen befinden sich dann die höher gelegenen Weingärten des Chianti. Aber nicht nur des Chianti, sondern es gibt Chianti Classico, es gibt die Colli Arentini, die Colli Fiorentini, die Colli Senesi oder Chianti Senesi, Chianti Ruffina. Also mit anderen Worten, ganz viele Subzonen, weil viele heute einen Chianti bestellen und damit eigentlich den Chianti Classico meinen, was sozusagen das Gebiet ist zwischen Florenz im Norden und Siena im Süden. Und das ist eine der ganz alten Gemarkungen. Auch die alten Römer haben da schon Wein angebaut. Aber du kommst dann runter ans Tyrrhenische Meer, sozusagen vis-à-vis der Insel Elba, sozusagen ein bisschen südlich von Pisa. Und da fängt ein Gebiet an, was man die Maremma nennt. Erst kommt Bolgheri und dann kommt die Maremma. Früher war die Maremma ein sumpfartiges Gebiet. Also mit anderen Worten, das Chianti, einfach zu sagen, ja, ich war im Chianti, weißt du, das ist ein bisschen so, ja, ich war in Madrid, Mailand, Hauptsache Spanien. Also das ist ein bisschen zu einfach. Mit anderen Worten, wir haben im Zentralen, also wo die Berge sind und wo es gebirgiger wird, ein eher kühleres, moderateres, etwas feuchteres Klima. Und unten am Meer ist es ein bisschen wärmer und ein bisschen mediterran. Und genau da sind wir heute. Wir sind nämlich in Sovereto. Sovereto, das ist eine Appellation oder ein kleines Tal oder eine kleine Subappellation von der Maremma, die ein bisschen höher liegt, die allerdings auch sehr warm ist und die Heimat ist für viele internationale Rebsorten. Unter anderem kommen da sehr, sehr gute Merlots her. Aber, und heute kommen wir mal zu dem Weingut, worum es geht, auch ganz neue, innovative Wege beschreitet, weil wir haben mit dem Weingut Montepeloso jemand, mit Fabio Cirellotto, jemand für Wein am Limit gewinnen können und auch wollen, der sich über die Kunst des Blendings versteht. Und das ist der Wein, der erste Wein, Aquo 2013. Ein Wein, der aus verschiedensten Rebsorten besteht, unter anderem aus Montepulciano, Sangiovese, die so eher die fruchtige und die heimische Komponente spielen. Montepulciano wird auch in einer benachbarten Region von der Toskana angebaut, und zwar in Marken und auch nördlich davon. Der Sangiovese, Blut Jupiters, wird überall in Italien angebaut, eher in den nördlichen Regionen, eben bis zur Mitte. Und eine spätreifende Rebsorte plus Alicante Boucher, das ist eine Rebsorte, kommt eigentlich aus Frankreich, die gehört zu der Familie sozusagen, der Grenache. Also eher von der Säure kommend und von der Farbe her kommend, wird heute in Portugal viel angebaut. Und dann haben wir noch Cabernet Sauvignon, eine internationale Rebsorte. Damit hat dieses Weingut auch sehr, sehr viel Erfolg. Und dann haben wir noch Masselin, eine Rebsorte aus Frankreich, eher für Säure. Und Fabio hat zu mir mal was sehr Schönes gesagt, hat gesagt, Henrik, in meinem Gebiet, wo es so warm ist, ist es ja einfach, einen dicken, fetten, schweren Wein zu machen. Und ich würde sagen, leider gilt das für viele Weine heute aus der Toskana, dass sie also aus dem südlichen Teil der Toskana, gerade aus der Maremma, sie extrem schwer, extrem voll und südlich, süßlich duften, nicht unbedingt schmecken, aber es sind eben Weine, die sehr konzentriert sind. Und er sagte, für mich ist es eigentlich, ich verstehe mich als mediterrane Blend und ich möchte Weine haben, die, obwohl wir viel Alkohol haben, die Weine haben alle 14, 14,5, trotzdem eine schöne Frische haben. Und dieser Wein Aquo ist der Einstieg in die Welt von Montepeloso. Und ich bin
sowas von hin und weg von diesen Weinen, weil es sind üppige Weine, ja, aber es sind üppige Weine mit einer unglaublichen Textur, mit einer Straffheit. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen heute vorprobiert. Ich hatte eben einen Gast da, mit dem habe ich das verkostet. Also, wenn man hier die Nase ins Glas macht, dann hat das einen unglaublichen Duft von Gewürzen, von Früchten, getrockneten Früchten, balsamische Noten, trüffelige Noten, erdige Noten. Also das ganze Spektrum wird sozusagen abgedeckt. Und das finde ich spannend. Ich glaube, das kriegt man auch nur übers Blending hin, indem man mit verschiedenen Rebsorten arbeitet, die alle einen eigenen Charakter haben, dass man eben auch Komplexität erzeugt. Und wenn wir das gesamte Mittelmeer mal sehen, dann ist es doch eher, sind es häufig Blends, die große Weine machen, als die reinsortigen. Hier in unserem Breitengraden ist ja eher, ich sag mal, in Deutschland, Österreich, in einigen Teilen von Frankreich, ist es eher die eine Rebsorte, die draufsteht, also der Sauvignon Blanc, der Chardonnay und. Hier ist es eher, dass man versucht, über die verschiedenen Komponenten ein Gemälde zu pinseln, zu malen. Du guckst gerade so, hast du eine Frage? Meinst du dann den Namen der Cuvée, der dann da drauf steht? Ja, man nennt das dann Cuvée, ne? Ja. Aber eigentlich ist es ja das Blending und es gibt ein ganz bescheuertes deutsches Wort, das heißt Verschnitt, Verschneiden, aber das impliziert so, dass man einfach Dreck miteinander kombiniert und damit es da irgendwas schmeckt. Also hier ist es eher zu versuchen, über das Blending zu versuchen, eine Tiefe reinzubekommen. Ich sag mal, es ist nicht schwarz oder weiß die Welt ist wahrscheinlich grau. Und genau in diesen Grauschattierungen befinden wir uns hier, also mit vielen Nuancen und das, du guckst auch so ein bisschen, Giovanni, aber gerne. Ich versuche meine Erkennung vom Wein ein bisschen mehr zu verbreiten, also, weil ich bin ein sehr politischer Mensch, von daher bin ich da wie zu folgen, Professor. Ah, ist sehr lieb von dir, aber weißt du, was viel wichtiger ist? Ich glaube, Wein, man kann ja so viel wissen darum, aber das Entscheidende doch ist, berührt mich das oder nicht? Das ist wie mit Kunst, das ist wie mit, du gehst in einen Laden, siehst einen Sakko, willst du es haben? Oder eine Frau sieht ein Kleid, will es haben? Ich glaube, es ist dieses Instant und das ist nochmal viel wichtiger. Aber so etwas zu erzeugen, dass es eine Skalierung hat, dass es Farben hat, dass es Tiefe hat und so, dass es Menschen anspricht, das ist die Kunst des Winzers, es so hinzubekommen. Und darauf hat sich Fabio wirklich, versteht er sich. Und das mag ich sehr, sehr gern an seiner Stilistik, dass er weniger auf die internationalen Rebsorten setzt, mehr auf die italienischen Rebsorten, er sagt auch, und auch auf die französischen oder auf die Mittelmeersorten, weil sie sind besser an das Klima eigentlich angepasst als vielleicht die internationalen. Obwohl wir tolle Cabernets und Syrahs auch aus Italien kennen. Aber er sagt, für seinen wichtigsten Wein möchte er einen Wein haben, der mehr dieses warme Klima so interpretiert, dass es nicht zu schwer, nicht zu ölig, nicht zu fett wird, sondern möchte einen Wein, wie die Italiener es auch gern mögen, mit Frische, mit Saftigkeit zu eurem Essen, was ja auch viel mit Säure und Fruchtigkeit, Tomate etc. spielt. Man möchte so einen Wein haben, der ein Essen begleitet. Hier in Deutschland trinken wir ja Weine auch manchmal ohne Essen, einfach so, auch gut. Aber in Italien ist doch der Wein ein Essensbegleiter und muss ein Element haben, was Stimmung verbreitet. Und das ist, glaube ich, jetzt habe ich ja genug mit, jetzt war sehr prosaisch, ein bisschen philosophisch, ein bisschen super. Der deutsche Dante. Aber Entschuldigung. Dante Algerie. Aber Weine ist sowieso ein Gedicht. Sorry. Es ist es. Also hier, komplex, kräuterig, fruchtig, würzig, mittlere Konzentration und was vor allen Dingen was wichtig ist, hinten raus eine sehr schöne Säure, eine Frische. Ist auch international ein Wein, der schon seinen Weg gemacht hat. Und ich glaube auch hier in Deutschland, wo wir so ein bisschen Renaissance erleben für elegante, feine Weine, da passt er genau ins Bild. Ist auch ein Wein, der trotzdem für Leute, die gerne ein bisschen mehr Intensität brauchen, das Richtige ist. Aber es ist eine Interpretation der Toskana. Und wenn ich sehe, wir haben ein anderes Weingut aus der Toskana, Candiale, macht eine ganz andere Stilistik. Viel frischer, saftiger noch die Säure noch prononcierter und eher diese Chianti Classico-Stilistik, die so ein bisschen auf leichter Transparenz und Duftigkeit beruht. Und dieser Wein hat Dampf und Komplexität, aber eben, er möchte nicht unbedingt schwer sein, aber er kann es auch nicht verleugnen. Boah. Also, wer den jetzt nicht mal trinken will, selbst schuld, liebe Freunde. Wie viel Alkohol hat er? Ich sagte ja vorhin, die hat 14, steht ja auf dem Etikett, vielleicht hat er sogar mehr. Er sagt, wie gesagt, Fabio hat mal zu mir gesagt, Henrik, es ist so einfach bei uns einen schweren Wein zu machen, also mit viel Alkohol, aber es ist so verdammt schwer, einen schweren Wein zu machen, der trotzdem Leichtigkeit hat. Und so kommt er eigentlich zu den verschiedenen Rebsorten und so kommt er eben zu dem Blenden, um eben zu versuchen, über diese vielen Nuancen und Charaktere einen
transparenten, eleganteren Wein zu machen. Transparente, würde ich sagen, sind eher die Chiantis, aber das ist schon ein Wein, der Üppigkeit hat, aber nicht, trotzdem nicht schwer ist. So, dann hatte ich eben einen Freund da. Wir wussten heute auch wirklich noch nicht, was wir heute machen, deswegen ist der Dreh wirklich ein bisschen spontan. Ich bin in meinen privaten Keller gegangen und habe mal eine Flasche rausgeholt von einem Wein, der mich seinerzeit sehr berührt hat. Das ist der Gabbro. Gabbro ist ein reinsortiger Cabernet Sauvignon, mittlerweile aus einer über 30 Jahre alten Anlage. Und so komme ich auch zu diesem Weingut, weil ich wurde mal gefragt, Henrik, wie kommst du überhaupt zu diesen ganzen Winzern und wie funktioniert das? Und hier ist die Geschichte ganz einfach. Ich habe früher auch über Wein geschrieben, in der Welt am Sonntag unter anderem. Und ich bin in die Schweiz geflogen zu einem guten Freund, René Gabriel, ein ganz bekannter, begnadeter Weinverkoster, der eine Verkostung hatte, die nannte er Weltcabernet-Verkostung. Eingeladen hatte er eine hochkarätige Jury, eine internationale Jury, der ich angehörte. Und gleichzeitig so im Raum befanden sich 200 Weinamateure. Man muss die Geschichte deswegen so erzählen, weil einmal die Amateure abgestimmt haben und einmal die Jury. Und zwar über den weltbesten Cabernet. Natürlich waren nicht alle Weine der Welt da, aber es waren von Château Latour bis Gabbro eben, bis zu den großen anderen italienischen Ikonen waren alles dabei. Und der Wein, der alles abgeräumt hat, und zwar weit vorne, war der Gabbro. Genau dieser Jahrgang, der 2000er, das Ganze war im Jahr 2002, also auch schon ein paar Jahre her. Und ich war damals so berührt auch von diesem Wein. Ich fand ihn großartig in seiner, man nennt das sublim, also in seiner Reichhaltigkeit, in seiner Generosität. Und trotzdem, weil 2000 ist auch ein warmes Jahr in der Toskana, trotzdem mit dieser unglaublichen Frische ausgestattet und mit dieser Tiefe. Es war einer der ersten Jahrgänge, die Fabio auf den Markt brachte. Ich habe darüber geschrieben. Ich glaube, der Wein war kurze Zeit danach ausverkauft. Ich war selbst happy, dass ich ein paar Pullen überhaupt gekriegt habe. Fabio macht nicht viel von diesem Wein. Und jetzt habe ich nach all den Jahren den Wein vor ein paar Monaten aufgemacht. Fabio habe ich zufällig wiedergesehen. Wir hatten immer Telefonkontakt. Und er sagte, hey, willst du nicht vielleicht mit mir zusammenarbeiten? Und ich sagte, nein, also ist mir eine große Ehre. Und jetzt arbeiten wir zusammen, deswegen ist das Weingut Montepeloso ganz neu in der Wein am Limit Familie. Und jetzt habe ich gerade einen Freund da gehabt, mit dem ich diesen Wein verkostet habe. Und wir sind beide der Meinung, das ist einer der ganz, ganz großen Weine, die man kriegt aus der Toskana. 2000, wie gesagt, ein warmes Jahr. Viele der großen Namen sind eingeknickt oder haben vielleicht nicht ganz mehr so diese Frische. Der Wein ist immer noch, wie man sieht, von der Farbe, hat noch sehr viel Lila, ist am Rand immer noch, fängt da so ganz bisschen an, so zu die Farbe zu ändern, so geht so ein bisschen leicht, ganz leicht ins Bräunliche, aber ist immer noch eine jugendliche Farbe, hat eine irre Viskosität, also auch eine Konzentration, bewegt sich schön langsam, die Tränen hier, die Kirchenfenster, wie man ja auch sagt, die verfärben sich so, man merkt schon, es ist ein warmes Klima, ja, und der Duft ist unglaublich schön. Dieser Cabernet Sauvignon wird ausgebaut in Eichenholzfässern, Barriques. Diese Frische, diese Zedernholzfrische ist noch drin. Also der Wein hat so eine Reinheit. Dann hat er ein Aroma, was an Johannisbeeren erinnert, eher an rote als an schwarze. Er hat Noten, die ein bisschen an Trüffel, an feuchte Erde erinnern. Aber man merkt eben, er geht jetzt gerade so aus seiner fruchtigen, jugendlichen Phase, geht er jetzt in die Phase, wo Weintrinken ja unglaublich schön wird, wenn Weine sich so öffnen und nach ein paar Jahren zeigen, was sie können. Ist jetzt 16 Jahre alt, dieser Wein, und fängt jetzt gerade erst so an, sich zu öffnen. Kräuter, so Eukalyptusnoten sind da drin, aber so ganz zart, Minze. Aber man findet unglaublich viel. Mann, ist das ein Wein. Den spucke ich auch nicht. Habe ich den anderen noch gespuckt? Den habe ich noch gespuckt. Den spucke ich nicht mehr. Das ist auch zu schade. Am Gaumen eine unglaubliche Intensität, so Mokka, Kaffee, Espresso, Schokolade, Kräuter, Früchte. Bisschen auch so wie Asphalt von mir aus, also so eine teerige Note, aber angenehm, ja. Also manchmal gibt es ja so Sachen, Asphalt kann ja auch sehr angenehm riechen, ja. Also wenn er so warm wird oder so im Sommer oder wenn man im heißen Gebiet ist und so, hat ja irgendwie so einen interessanten Geruch. Als Kind habe ich auch gerne an der Tankstelle gerochen. Also ich gebe es zu, du auch? Ja. Also deswegen spricht nichts dagegen. Deswegen, Leute, habt keine Angst vor irgendwelchen Assoziationen, wenn es euch an irgendwas erinnert von früher. Also hat so eine leichte Asphaltnote, eine unglaubliche Länge. Jetzt hast du Durst, ne? Ja, ich merke das schon. Auch. Ich würde ihn gerne gleich mal probieren. Ja, machst du gleich. Das, komm hier, kannst du mal schon mal probieren. Also das ist ein ganz, ganz großer Wein, für mich nahe der Perfektion. Und wie gesagt, ich hatte mir damals 6 Flaschen gekauft, für mich privat.
Und jetzt haben wir mal eine Flasche aufgemacht. So kam ich heute dazu, ja, euch den Wein mal vorzustellen. Wie gesagt, den gibt es nicht mehr. Wir haben den neuen Jahrgang. Ich glaube, die neuen Jahrgänge sind noch spannender geworden, weil das waren die Anfänge von Fabio. Aber mit dem Wein hat er damals alles abgeräumt, das ganze Feld besiegt an internationalen Winzern, was nicht so viel immer heißt, weil es werden viele Blindverkostungen gemacht heute rund um den Globus und irgendeiner will immer irgendwas zeigen, dass er wieder besser war als der andere. Aber damals, das war für alle eine Überraschung, weil wir hatten alles dabei aus der ganzen Welt und wirklich Hochrangiges und dieser Wein hat es geschafft. Und ich finde, wenn ich das heute probiere, dann bin ich mir eigentlich, oder ich bin ziemlich stolz, dass wir das genommen haben, weil der Wein hat nicht nur viel versprochen, er hat es gehalten. Und das hat man eben auch nicht immer. Manchmal sind Weine einfach unglaublich schön in der Jugend und halten das nicht. Aber dieser Wein, der von einem ja, besonders kargen Anlage, eben aus reinem Cabernet Sauvignon, ist der einzige reinsortige Wein, den er eigentlich macht. Da muss ich sagen, hat Fabio Wort gehalten. Und in dem Sinn, er hat es weiterentwickelt. Er ist gegangen zu den Blends. Das bleibt immer noch ein Wein, von dem macht er ein paar tausend Flaschen. Das ist ein altes Feld. Und das ist aber heute seine DNA. Seine DNA ist Blending, elegante Weine. Leute, ich wünsche euch damit nicht nur mehr Spaß im Glas, damit wünsche ich euch ganz große Freude. Wer davon ein paar Flaschen hat, nicht alle gleich austrinken, in den Keller legen. Und ich sage, Weihnachten kommt bestimmt. Und da will man auch mal was Anständiges trinken. Das ganze Jahr trinkt man ja hier nur, ich sehe es ja immer bei Facebook, was die alles für einen schlimmen Wein trinken das ganze Jahr. Da könnte man richtig Gas geben. Also in dem Sinn, es lebe die Toskana. Sie ist nämlich nicht nur die Toskana. Die Toskana ist viel mehr. Sie ist komplex, sie ist tiefgründig, komplex wie eine Blend sein kann, ebenso wie von Fabio. Tschüss.